Willkommen zum interaktiven Shadowrun-Abenteuer Die Story von Lee. Ein Spin-off zum Fanhörspiel Arabischer Sprawl. Die Gesamtspieldauer beträgt, abhängig vom Weg, den du einschlägst, in etwa eine Viertelstunde. Du benötigst an einigen wenigen Abschnitten einen sechsseitigen Würfel, um dein Schicksal zu entscheiden. Ansonsten liegt es bei dir, welche Richtung du einschlagen willst. Mach's dir gemütlich, denn es geht los. Es ist das Jahr 2057. Du bist Zhang Yuan, ein kantonesischer Junge aus Shenzhen. Deine Eltern müssen dich aufgrund finanzieller Not abgeben, dein neues Heim ist eine Zirkusakademie. Ein Internat, das sich über die Auftrittsgagen ihrer Schüler finanziert. Aufnahmevoraussetzung ist, dass die Eltern dem Shifu das Sorgerecht übertragen. Du bist nun rechtlich gesehen, wie alle anderen Schüler, sein Kind. Es ist eine extrem harte Zeit auf der Akademie, voller Prügel und Schmerz. Du erleidest so einige Unfälle bei den Übungen, doch irgendwie überlebst du es. Wir schreiben nun das Jahr 2069 und du bist 16 Jahre alt. Mit deiner Volljährigkeit in 2 Jahren wirst du frei sein, die Akademie zu verlassen. Doch so lange willst du nicht mehr in dieser Hölle bleiben. Das einzig Gute, das diese brutale Lehre gebracht hat, ist, dass sie aus dir einen Weltklasse-Akrobaten gemacht hat. Dies und die Bekanntschaft zu Lin, einer Mitschülerin. Obwohl romantische Beziehungen unter den Schülern der Akademie verboten sind, triffst du dich regelmäßig mit ihr. Ihr erzählt euch alles und so weiß sie auch von deinen Plänen, bald abzuhauen. Etwas unsicher bittet sie dich, mitgehen zu dürfen. Tagsüber bist du in einer Gruppe mit deinen Brüdern und unter Beobachtung der Trainer, weshalb dir eine nächtliche Flucht als sinnvollste Option erscheint. Ihr verabredet euch für 1 Uhr morgens an dem großen Ginkgo-Baum vor der Mauer. Alle liegen nun ruhig im Schlafsaal. Du hörst zwischen dem Geschnarche das Gähnen einiger. Bald sind auch diese eingeschlafen. Eine gefühlte Ewigkeit vergeht. Es ist soweit. Leise stehst du auf und schleichst dich über deine auf dem Boden schlafenden Mitschüler. Du hast mit ihnen die gesamte Zeit deines bewussten Lebens verbracht und sie sind dir wirklich wie Geschwister. Einige wirst du vermissen. Du greifst deine Sachen und schleichst den Hauptgang entlang. Ein angelehntes Fenster im kleinen Trainingssaal öffnest du und steigst vorsichtig heraus. Du hörst ein Rascheln aus einem der Büsche und bleibst stehen. Einige Augenblicke starrst du auf das Gebüsch. Vermutlich nur irgendein Kritter. Auf dem Weg zum Ginkgo-Baum steigt in dir das Gefühl auf, beobachtet zu werden. Du versteckst dich und bleibst wachsam. Und tatsächlich, jemand schleicht sich aus dem Schatten und kommt näher. Es ist Lin. Das Gefühl der Paranoia weicht dem von Glück und Erleichterung. Doch etwas stimmt nicht. Sie trägt ihre Tasche nicht bei sich. Lin hockt sich neben dich und erklärt dir, dass sie es sich anders überlegt hat. Sie liebt dich zwar, doch würde eine Flucht große Schande über ihre Familie bringen. Gerade als du dir überlegst, was du nun tun sollst, hörst du eine laute Stimme. So, so. Zhang und Lin möchten uns also verlassen. Ein kalter Schrecken läuft dir über den Rücken. Es ist die Stimme von Zhang Wei, dem leiblichen Sohn des Shifu. Er kommt näher und möchte dich am Kragen packen. Zwar ist er der stärkste der Trainer, doch du bist der schnellste der Schüler. Wütend und ungläubig, ob deiner Unverschämtheit, dich nicht so einfach von ihm ergreifen zu lassen, holt er zu einem Schlag aus. Würfle. Bei einer 5 oder 6 weichst du aus. Andernfalls trifft er dich.